Also es gab für ihn, da habe ich das ganz klar gesehen, in den letzten Wochen und Monaten nur noch ein paar Dinge, die sein Antrieb sind, was er machen möchte. Und die hängen alle mit dem Ort hier zusammen. Einem Bauernhof im Emsland. Der wird schon lange nicht mehr von Ignaz bewirtschaftet, aber soll bleiben. Daher baut Tochter Judith um. Hier soll eine Senioren-WG entstehen und Ignaz sein Zuhause behalten. Weil viele ältere Menschen nicht ins Altenheim wollen, rüsten Landwirte jetzt um. So kommt neues Leben, auch in die Ställe. Oh, das mache ich das erste Mal, das Lämpchen füttern. Senioren, die ihre letzte Bleibe suchen, sind auf dem Land mehr als willkommen. Vor allem für Nebenerwerbslandwirte sind sie oft die letzte Rettung. Maria Nielsen berät bei diesem Wandel. Das freut mich richtig persönlich sehr, wenn ich sehe, da hat ein Landwirt oder eine Landwirtin etwas gefunden, was funktioniert und was er oder sie sehr gerne mag. Ja, so ein feines Mädchen. Das macht sie ganz fein. Thea Ahrensmann lebt in Kaiserslautern in einer kleinen Einzimmerwohnung. Sie ist 78 Jahre alt, sehr gebrechlich geworden und geht kaum noch raus. Am liebsten hört sie Musik von Helene Fischer und redet mit sich selbst. Ihr Müsli und eine Mini-Pizza, das wäre doch jetzt was Feines für mich. Oh, das ist meine Katze. Das ist Yoshi. Die Seniorin hat drei Kinder großgezogen und viel erlebt. Doch in den letzten 15 Jahren ist kaum noch etwas Aufregendes passiert. Außer, dass sie immer wackeliger geworden ist. Heute wollen ihre Söhne die Notbremse ziehen. Ich konnte eben sehr stark feststellen, dass ihre körperliche Aktivität sehr eingeschränkt ist, was wir so beim Telefonat immer nicht so mitgekriegt haben. Ich habe jetzt einfach die Pflegestufe erhöht und habe dann auch gemerkt, dass es einfach nicht mehr geht, dass sie selbstständig in der Wohnung sich eigentlich abmüht. Sie braucht andere Leute als nur den Lebenspartner und die paar Nachbarn, die ihr zwar gut tun, aber sie braucht einfach noch andere Menschen. Der Familienrat hat daher beschlossen, Thea muss umziehen. Raus aus dem Apartment in Kaiserslautern. Aber nicht rein in ein Altenheim in der Nähe, sondern in das 300 Kilometer entfernte Brilon. In eine Senioren-WG auf einem Bauernhof. Da können wir ja aussortieren, was wir mitnehmen. Thea findet die Idee gut. Trotzdem fällt ihr der Abschied von Kaiserslautern schwer. Dass sie nicht mehr alleine haushalten kann, sieht sie trotzdem ein. Ich habe das schon die letzten Wochen gemerkt, dass es mit mir bergab geht. Und dadurch, dass mein Bruder angerufen hat und hat gesagt, tu dich doch mal erkundigen mit einer Pflegestelle. Und das habe ich mir überlegt. Dadurch ist dann auch mein Sohn Michael auf die Idee gekommen, dass wir uns mal Brilon angucken. Kommt hier was aus der Küche noch mit oder bleibt es? Nee, tatsächlich ist es so, dass wir das so in circa 4 Wochen alles einsammeln. Und dann geht ein Teil mit zur Mutti und ein Teil müssen wir leider entsorgen. Das Bett werden wir jetzt zeitnah mitnehmen. Seit dem ersten Besuch auf dem Bauernhof ist 1 Jahr vergangen. Aber erst heute kann Thea einziehen. Die Wartezeit war lang und eintönig. Guck mal, hier hast du ja noch eingepackte Sachen. Ja, genau. Oh, Oma! Das ist für mich ganz was Neues. Weil ich habe hier, hatte ich ja niemanden. Vorher, ja, da bin ich immer einkaufen gefahren und alles. Weil ich hier bin ich auf Besuch gegangen. Ne? Und jetzt habe ich schon seit Jahren hier gar nichts mehr. Ne? Michael, die Helene muss auch mit. Ach, die Musik, ja, die vergessen wir ja auch nicht. Die holen wir gleich. Denn ohne Helene geht Thea nicht auf Reisen. Und wie gut, dass ihre Söhne 2 Wohnmobile besitzen. So kann die ganze Familie beim Umzug dabei sein. Du
Nur Lebensgefährte Wilfried bleibt zurück. Für ihn ist noch kein Zimmer frei geworden auf dem Bauernhof in Brilon. Und vor allem schuldfreie, ne? Genau. Ja, das ist wichtig. Einsteigen. Ja, tatsächlich ist es natürlich immer schön, wenn man mit der Familie und vor allen Dingen mit zwei Wohnmobilen unterwegs sein kann. Wir sind ja in der Vergangenheit schon öfter unterwegs gewesen. Und dass wir meine Mutter dann so in ein glückliches neues Zuhause bringen können, ist natürlich für uns alle super. Ihre Heimat Kaiserslautern wird die 78-Jährige wohl nie wieder sehen. Ob das die richtige Entscheidung ist? Auch Maria Nielsen fährt zu einem Bauernhof. Doch sie will dort nicht leben, sondern die Eigentümer beraten. Je mehr Landwirte ihre Höfe für Senioren-WGs umbauen, desto besser für Norddeutschland, findet sie. Es gibt ja schon Regionen in Schleswig-Holstein, die von Pflegediensten nicht mehr angefahren werden, weil es einfach zu weit ist. Die Lösung heißt soziale Landwirtschaft. Im Auftrag der Landwirtschaftskammer sucht Maria Nielsen daher interessierte Bauern auf, oft mit kleinen, unrentablen Betrieben. Ich fahre auf die Höfe und berate direkt vor Ort, höre mir erst mal an, was der Landwirt oder die Landwirtin sich so vorstellt, gucke mir den Hof an und berate dann zu den verschiedenen Möglichkeiten. Einige Landwirte im Norden verdienen sich mit der Vermietung von Zimmern etwas dazu. So auch Sonja Nienau. Mit dem Bau von Seniorenwohnungen hofft sie jetzt auf mehr finanzielle Sicherheit. Wollen wir als erstes einen Rundgang machen? Ja, das können wir gerne machen. Okay. Also hier gehen wir jetzt ja am Bauernhaus vorbei. Mhm. Hier sind die Ferienwohnungen verteilt, 5 Ferienwohnungen. Okay. Ebenerdig und im ersten Stock. Sind die ganz ebenerdig? Also wären die auch mit dem Rollator oder Rollstuhl erreichbar? 3 Wohnungen sind mit dem Rollstuhl erreichbar. Die müssen nicht hier die Treppe hoch? Nee, die müssen dann durch die Diele gehen, weil es da ebenerdig ist. Okay. Damit alte Menschen künftig hier leben können, muss die Hofbesitzerin viel investieren. Die Vorgaben für seniorengerechtes Wohnen machen es ihr nicht leicht. Doch der Wille bei Sonja ist da. Ja, und das sind die 1400 Quadratmeter Bauland. Das Ganze ist so geplant, dass die Obstbäume erhalten werden können. Gibt dann einen kleinen Innenhof sozusagen. Mhm. Und darum gruppieren sich dann quasi diese Wohneinheiten. Wird eine Einfahrt geben, die dann von der Straße aus durchgeht, die dann in den Innenhof hineinführt. Und dann werden rundherum diese Wohneinheiten geplant. So ist im Moment ist es gedacht. Du hast ja großes Glück, dass dein Hof mitten im Ort ist, ne? Ja. Also in Außenlage wäre das sehr schwierig, eine Baugenehmigung zu bekommen. Das stimmt. Der Bau der Seniorenwohnungen wird rund 1 Million Euro kosten. Ob sich das alles lohnt, kann noch niemand sagen. Also die Investitionen sind schon enorm. Das muss man erst mal stemmen können als so ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb. Und dann muss man auch wissen, wie man es macht, also welche Wohnform man anbieten möchte und wie man dann baut, sodass die Menschen, die dort leben, sich wohlfühlen und es gut funktioniert auf Dauer. Das soll ja was für Jahrzehnte werden und nicht für kurze Zeit. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. So, jetzt geht's los, genau. Habt ihr die Hühner schon gehört? Das Ziel der Hofbesitzerin, dass ihr Pflegebauernhof einmal über die regionalen Grenzen hinaus bekannt wird. Ideen hat Sonja genug. So sollen Senioren etwa in den Hofalltag eingebunden werden, durch Tiere füttern. Am besten gemeinsam mit Kindern. Dann würde da jetzt beispielsweise der Bauernhof-Opa sitzen und den Kindern beim Füttern helfen. Okay. Oder auch mehrere. Oder mehrere, genau. Ja. Genau. Also jeder, wie er mag. Wer Lust dazu hat, der könnte eben das Programm nutzen. Und wer lieber seine Ruhe hat, bleibt halt auf seinem Grundstück. Ja. Okay. Das ist natürlich nicht alles nur Nächstenliebe. Natürlich ist es auch ein wirtschaftlicher Faktor. Keiner weiß im Moment, wo die Reise hingeht. Also Corona war ja schon mal so ein Zeichen. Alles, was jetzt passiert, ist auch nicht besser. Tatsächlich weiß keiner, was kommt. Und dann ist es natürlich ein zusätzliches Standbein. Die Alternative wäre, es ist Bauland, ich könnte es auch verkaufen, aber dann würde es den Hof zerreißen. Also ich möchte schon den Hof in Gänze erhalten können. Nun ist Maria Nielsens Meinung gefragt. Aus Sicht der Landwirtschaftskammer ist der Neubau zu befürworten, auch wenn sich die Baukosten dafür inzwischen verdoppelt haben. Doch welche Form der sozialen Landwirtschaft soll Sonja anbieten?
Beim Seniorenwohn gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wenn man nicht in der eigenen Häuslichkeit bleiben möchte oder bleiben kann. Dann kann man ja entweder in eine stationäre Einrichtung ziehen oder man kann in eine ambulant betreute Hausgemeinschaft ziehen oder in betreutes Wohnen. Also ich finde betreutes Wohnen immer so ein bisschen ein Begriff, der irreführend ist, weil die Menschen, die da einziehen, denken immer, sie werden betreut rund um die Uhr. Und dem ist nicht so. Die könnten sich bei dir Betreuung buchen, wie zum Beispiel die gemeinsame Hofrunde, aber es ist keine pflegerische Betreuung. Das müssten die einzelnen Menschen, die da leben, von einem Pflegedienst. Da müsstest du auch gucken, ob es im Ort einen Pflegedienst gibt, der Kapazitäten hat. Das ist ja oft ein Problem. Mhm. Und sagt, garantiert hat er Kapazitäten, deine Leute im Fall von Pflegebedürftigkeit zu betreuen. Das heißt, die Hofbesitzerin braucht noch einen Pflegedienst, mit dem sie zusammenarbeiten kann. Wird sie einen finden? Hier haben die Umbauarbeiten schon begonnen. Ein Bauernhof im Emsland wird zur Senioren-WG. Seit mehr als einem Jahr laufen die Bagger. Judith Wolters und Kerstin Staben sind die Bauherrinnen. Ja, dann lass uns doch mal reingehen. Ja, gehen wir rein. Gut. Ja, okay. Der Rundgang mit den Architekten zeigt, trotz enormer Anstrengungen braucht es noch viel Vorstellungskraft. Denn in nur 6 Monaten sollen hier schon 12 ältere Menschen einziehen. Sieht ja alles irgendwie noch relativ wild aus und wir warten jetzt ja auch gerade auf ein paar Sachen. Meinst du denn, dass es trotzdem fertig wird zum Dezember? Geplant ist es so. Momentan liegen wir auch noch relativ gut im Zeitplan. Aber wie gesagt, in diesen schwierigen Zeiten mag eine Sache nicht kommen, kann es daran schon hängen, dass man sagt, wir werden nicht in Gänze fertig, aber Ziel ist es auf jeden Fall, diese Wohnung fertigzustellen. Judith Wolters ist auf diesem Bauernhof aufgewachsen. Jetzt will sie ihn erhalten, für ihre Eltern, beide weit über 80. Das Ziel war tatsächlich, dass wir 2 Dinge schaffen. Auf der einen Seite tatsächlich den Hof zu erhalten, als Bauernhof, wie man ihn ursprünglich mal kannte. Und auf der anderen Seite einen Ort zu schaffen, wo Menschen gerne zusammenleben und um alt zu werden. Und da auch so spät wie möglich bis gar nicht mehr wegziehen müssen. Das war das, womit wir gestartet sind. Und es ging nie darum, Geld zu verdienen, Rendite zu haben, irgendwas daraus zu holen. Sondern es ging wirklich darum, diesen Ort zu schaffen. Voll idealistisch. Die meisten würden auch sagen, Das wird hier echt, das ist mein absoluter Lieblingsplatz in dem Gebäude. Weil ich ja immer denke, hier so eine kleine Bank, dann setzt man sich da hin und dann guckt man da raus. Und wann genau hast du Zeit, da zu sitzen? Das weiß ich noch nicht, aber das ist meine Vorstellung. Seit vielen Jahren schon wird der Hof nicht mehr bewirtschaftet. Der Umbau in eine Senioren-WG wird mehrere Millionen Euro kosten. So kann aus dem Kuhstall ein 300 Quadratmeter großer Gemeinschaftsraum mit Küche werden. Und wo früher Schweine wohnten, soll nach dem Abriss ein Gemeinschaftsgarten entstehen. Jeden Cent für den Umbau haben die 2 Frauen bei der Bank aufgenommen. Finanzielle Hilfe vom Staat gab es kaum. Nun aber bleibt vieles erhalten, auch die großen Obstwiesen neben dem Haus. Der Lieblingsort von Mutter und Tochter Wolters. Aber das finde ich ja schön. Wir haben richtig Obst schon von unseren neuen Bäumchen. Also wir können schon satt essen. Ja. Brauchen wir nicht mehr kaufen. Nee, unsere Bäumchen tun's schon. Die Mutter ist dankbar für die Mammutaufgabe, die sich Tochter Judith aufgehalst hat. Natürlich. Ne? So können wir hier weiterleben. So oder so, auf jeden Fall. Und das finden wir gerade schön. Wir müssen hier nicht weg. Uns wird nichts weggenommen oder irgendwas. Es bleibt alles hier. Die Umnutzung des elterlichen Bauernhofes bietet eine echte neue Perspektive. Also wir wollen hier gemeinsam wohnen, gemeinsam alt werden. Und wenn dann die Gebrechen kommen, kann man sich aufeinander stützen. Es ist im Prinzip wie zu Hause mit einer ambulanten Pflege. Aber ich bin tagsüber nicht alleine. Mit der Senioren-WG versucht die Tochter auch ihren Vater Ignaz zu beschützen. Der Umzug in ein Altenheim soll ihm erspart bleiben. Schließlich lebt er seit seiner Geburt hier. Auch wenn er nun immer gebrechlicher und dementer wird, holt er täglich den Traktor raus und inspiziert seine Felder.
dass die seit vielen Jahren verpachtet sind, hat er meistens vergessen. Wenn so ein Bauer auf dem Hof ist, dann ist das klar, da wird immer noch mehr Arbeit, die andere nicht sehen, sieht. Und deswegen habe ich immer satt Arbeit und wenig Zeit über. Seit der Umbau des Bauernhofes läuft, haben die Bauherrinnen schon viel gelernt. Vor allem über deutsche Gesetze. Es sind daher nicht zufällig 10 Wohnungen für genau 12 Menschen geworden. Sobald, ich glaube, mehr als 3 Bewohner einen Pflegegrad haben, dann fällt man unter das Heimgesetz. Das heißt, man muss noch ganz andere Auflagen erfüllen. Man bekommt regelmäßige Kontrollen. Wir wollen ja in erster Linie eine WG sein, mit Unterstützung im Bedarfsfall. Aber es ist eben kein Heim, keine Einrichtung. Und sobald man diese 12 Bewohner, Bewohnerinnen überschreitet, hat man eben das Problem. Daher werden es nur 10 Wohnungen. Jede soll um die 1.500 Euro Miete pro Monat einbringen, je nach Größe. Dass es mal alte Ställe und Scheunen waren, wird niemand mehr sehen. Dafür sorgt der Architekt. Wir brauchen für diese ländlichen Bereiche Gebäude auf jeden Fall Lösungen. Das ist so, dass das von den Landkreisen, von den Gemeinden als Thema entdeckt werden muss und entwickelt werden muss. Diese Ställe sind nicht mehr für heutige Landwirtschaften geeignet. Das heißt, sie stehen leer, die Dächer verfallen. So was wie hier ist natürlich spannend, weil einfach das auch für die Leute aus der Umgebung ein neues Wohnangebot liefert. Viele sitzen alleine zu Hause in ihrem großen Haus, die Kinder sind weg. Und hier habe ich die Chance, in eine Gemeinschaft einzusteigen, wo ich vielleicht aber im gewohnten Umfeld bleibe. Es fragt sich nur, wer wird hier einziehen? Die Suche nach interessierten Senioren kann jetzt beginnen. Thea hingegen hat es gleich geschafft. Nur noch wenige Meter trennen sie von ihrem neuen Zuhause. Die Herren sind ja schon da. Sie hat einen der heiß begehrten Plätze in einer Senioren-WG auf dem Land bekommen. Sohn Michael begleitet sie. Na, seid ihr angekommen? Hallo. Tag. Hallo, Thea. Hallo. Na, alles gut? Alles gut. Gut angekommen, ne? Ja. Ja, das ist doch wunderbar. Andrea Müller ist die Chefin des Mehrgenerationenhofes in Brilon. Sie beherbergt insgesamt 20 Frauen und Männer, die in einer Art Wohngemeinschaft zusammenleben. Dafür hat sie Ackerbau und Viehwirtschaft aufgegeben. Die Tiere, die noch auf dem Hof zu finden sind, sollen die Bewohner erheitern. Ja. Wollen wir mal reingehen? Wir gucken mal. Guckt genau. Da mal, ne? Wir haben genug dabei, um die Wohnung vollzustellen. Ah ja, das ist doch schön. Ne? Theas Wohnung auf dem Hof ist größer als die, die sie in Kaiserslautern hatte. Hier darf sie 2 Zimmer und ein Bad ihr eigen nennen. Nur die Küche wird sie teilen. Thea ist glücklich. Schöne Wohnung und alles. Und alles, und ne? Die Gegend und so weiter, ne? Ja. Dann gucken wir mal, was wir hier so machen, ne? Ja. Da. Diese Möglichkeiten mit den Tieren hier und mit den anderen Menschen eben auch sich austauschen kann, dass sie genau das eigentlich gesucht hat und dass sie das eben in ihrem alten Zuhause eben nur in einem geringen Maße hatte. Jetzt geht es aber erst einmal ans Auspacken, Einrichten und Einleben. Die liebgewonnenen Möbel aus Kaiserslautern sind dafür ganz wichtig. Andrea und Theo Müller hatten früher Feriengäste auf ihrem Hof. Seniorenbetreuung ist ihnen aber viel lieber. Das ist doch einmalig hier, nicht? Die Hunde mit Schafen. Weil wir haben gemerkt, mit der Landwirtschaft ging das nicht mehr so gut und die Ferienwohnung war durchaus anstrengender. Und zweitens wollte ich nie einen Hof haben, wo nichts los ist. Dadurch, dass wir selber 2 Kinder hatten und dadurch auch schon Trubel am Hof war, hätte ich mir aber immer gern noch mehr Trubel gewünscht. Hallo, Carola. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Herzlich willkommen. Carola wird nun Theas Mitbewohnerin. Zusammen werden die beiden vieles entscheiden können. Zum Beispiel, ob sie selbst putzen oder kochen wollen oder die Hausherrin damit beauftragen. Also ich koche, putze und wasche für die Leute. Und natürlich betreue ich sie auch. Und ja, da fließt ganz viel Ehrenamt auch mit ein. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Man lässt sich diese Dienstleistung bezahlen, auf jeden Fall.
Aber da ist ja auch ganz viel Zwischenmenschliches, was dazukommt. Ne? Und das finde ich einfach auch genauso wichtig. Und sicher muss man auch daran denken, dass die Finanzierung und so stehen. Aber wer da nicht mit Herz dran geht, der braucht nicht anfangen. Ich bin Thea. Thea, sehr angenehm. Ja. Ein Fläschchen geben heute. Dann wollen wir mal. Dass Thea schon am ersten Tag die Lämmer füttern darf, hilft bei der Eingewöhnung. Jutta ist die Lämmerverantwortliche auf dem Hof und zeigt, wie es geht. Ach, herrlich. Ach, das mache ich das erste Mal, das Lämmchen füttern. Ach, wie schön. Das ist ja ganz was Neues. Ich muss mir das sonst immer eine zwischen die Beine klemmen. Und dann ein rechts, ein links. Nochmal. Jetzt habe ich Unterstützung. Ja, das macht viel aus. So ist das schön. Dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses gemeinschaftliche Miteinander gibt uns eben auch die Möglichkeit, mal für ein paar Wochen nicht da zu sein, ohne dass man ein schlechtes Gewissen haben muss. Zum Schluss bringt Michael noch den geliebten Kassettenrekorder zu Mama. Jetzt kommt die Musik von Helene. Genau. Der Einstieg ins Hofleben scheint perfekt. Ob es so bleibt? Dass immer mehr Senioren nicht ins Heim wollen, sondern lieber auf einen Bauernhof, weiß auch Maria Nielsen. Soziale Landwirtschaft heißt der Trend und die Beraterin hilft den Bauern im Norden beim Wandel. Hof Schlichting, das ist ein kleiner Familienbetrieb mit Spargel und Spargel in Direktvermarktung, einem kleinen Hofladen und Milchkühen. Ich war noch nie auf dem Betrieb und die möchten auch ein Angebot der sozialen Landwirtschaft machen, wissen aber noch gar nicht so richtig wohin und haben mich gebeten zu kommen und mal vor Ort zu gucken. Finanziell geht es dem Bauernhof gut. Das Problem liegt hier woanders. Hallo. Hallo, moin. Schön, dass du da bist. Hallo, Maria. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, ich bin Maria Nielsen. Wie auf so vielen landwirtschaftlichen Anwesen gibt es auch hier ein Nachfolgeproblem. Ein Leben als Fulltime-Landwirt reizt den Nachwuchs nicht. Unsere Kinder möchten das so, wie wir das bewirtschaften, nicht weitermachen. Also unser Sohn wird Speditionskaufmann und unsere Tochter hat eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Und jetzt gucken wir und suchen einen Plan B, ob wir einen Weg finden. Deswegen haben wir uns bei dem Kurs Green Care von der Landwirtschaftskammer angemeldet. Auch Tochter Charlotte besucht den Kurs. Sie will herausfinden, ob sie ihren Beruf und die Rettung des Hofes unter einen Hut bringen kann. Mit einer Art Tagespflege für Senioren. Das, was die Tiere mir geben, das möchte ich gerne auch, dass das andere erfahren, erleben, spüren. Es gibt so viele betroffene Menschen, ob jung oder alt. Und ich merke einfach im Klinikalltag, dass wir denen nicht allen gerecht werden. Und ich arbeite ja nebenbei auch noch hier. Und das ist auch meine größte Leidenschaft und mein Hobby, eben das Arbeiten mit den Tieren. Und das würde ich gerne miteinander verbinden. Maria Nielsen soll die beiden Landwirtinnen beraten. Die Tochter würde am liebsten Physiotherapie mit Kühen für Senioren anbieten. Doch ob sowas funktioniert? Die Expertin ist sich nicht ganz sicher, kennt aber alle rechtlichen Vorgaben und Hindernisse. Das kommt ganz drauf an, in welchem Rahmen man das macht. Wenn das stundenweise Angebote sind über Alltagsförderungsverordnung, dann sind da keine großen rechtlichen Vorgaben. Es muss barrierearm sein, nicht barrierefrei. Und es muss eine Toilette geben, die muss aber auch nicht barrierefrei sein. Wenn Charlotte das aber anbietet als therapeutisches Angebot einer ausgebildeten Physiotherapeutin, dann gibt es mehr gesetzliche Vorgaben. Dann muss es ja schon eine Art Praxis sein, die entsteht. Bis zum nächsten Treffen bekommen Mutter und Tochter die Hausaufgabe, ein solides Konzept zu schreiben. Und dann sehen wir uns Anfang September. Genau, ne? Da freue ich mich. Ja, wir dann kommen tschüss. Nach Hause. Dankeschön. Tschüss, Maria. Bis bald. Tschüss. Auch wenn alles kompliziert erscheint. Also ich habe einen ganz tollen Eindruck. Das Gefühl, dass das wird was. Also wenn es funktioniert, sage ich mal so, dass das freut mich sehr. Das freut mich richtig persönlich sehr, wenn ich sehe,
Da hat ein Landwirt oder eine Landwirtin etwas gefunden, was funktioniert und was er oder sie sehr gerne mag. Zurück auf der Baustelle im Emsland. Dass der Bauernhof erhalten bleibt und mit einer Senioren-WG gerettet werden kann, bekommt der Seniorchef jetzt kaum noch mit. Die Demenz hat sich verschlimmert. Wir machen da auch Urlaub. Urlaub im Grün, ne? Auf dem grünen Rasen. Jetzt hoffen alle, dass er die Neueröffnung des Hofes in 2 Monaten noch erleben wird. Also es gab für ihn, da habe ich das ganz klar gesehen, in den letzten Wochen und Monaten nur noch ein paar Dinge, die sein Antrieb sind, was er machen möchte. Und die hängen alle mit dem Ort hier zusammen. Ich glaube, im Alter kommt es dann auf Gewohnheiten, Liebgewonnenes, das, was einen immer angetrieben hat, zu leben an. Und wenn das weg ist, wo ist dann die Lebensqualität oder der Lebenswille? Ich glaube, das geht dann tatsächlich auch flöten. Auch wenn ihr Vater immer weiter abbaut, Judith Wolters und auch ihre Mitbauherrin Kerstin Staben sind geradezu beflügelt von ihrem Großprojekt. Der Bauernhof hat endlich eine neue Perspektive. Das heißt, es ist Zeit für den Estricht. Ach, guck mal, der liegt jetzt auch schon. Genau. Fußbodenheizung, sehr gut. Ja, das ist doch super. Es wird. Also unser Ziel ist ja Dezember Einzug. Es geht mit großen Schritten voran in den letzten Wochen. Jeden Tag passiert irgendwas Neues. Jede Woche denkt man, oh, ja, bald ist fertig. Also ich kann mir das jetzt wirklich mittlerweile wahnsinnig gut vorstellen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Die ersten beiden Mieterinnen sind auch schon da, Irmtraut und Silke. Beide verfolgen den Umbau seit Wochen und sind sich sicher, dass sie mit ihren Hunden hier alt werden wollen. Anfangs kannten sie sich gar nicht. Jetzt sind sie Freundinnen und bald Mitbewohnerinnen. Hi, ihr Lieben. Jedes Nein. Mal ist was Nein. anders. Hallo. Jedes Mal sieht es anders aus, wenn man kommt. Ja. Jetzt mit dem Estrich drin. Und sieht schon richtig wohnlich aus. Ja. Vielleicht können wir schon ein paar Kartons rüber schaffen. Ja, ich habe schon gepackt, sehr viele. Silke, du auch, ne? Gehen wir einmal nach oben noch. Ist oben auch noch was verändert? Für Silke Hendrich ist der Umzug in eine Senioren-WG ein gewaltiger Schritt. Noch ist sie nicht in Rente und wohnt in einer großen Wohnung. Trotzdem will sie jetzt entscheiden, wo sie alt werden möchte. Und zwar alleine. Würde dir das gefallen? Komm her, komm her. Mal sitz. Ich habe wenig Familie und ich wollte es auch meinen Kindern nicht zumuten oder denen das überlassen, dass die irgendwann für mich irgendwie sorgen müssen oder dafür sorgen, wo ich letztendlich bleibe. Eine Drohung meines Sohnes ist immer, Mama, überleg dir, was du sagst. Ich suche für dich später das Heim aus. Und dem wollte ich vorbeugen und habe mich dann eben selber ein bisschen schlau gemacht. Und als ich dann hiervon las, habe ich gedacht, das ist genau das, was ich gesucht habe. Ich kann meinen Hund mitnehmen. Ich wohne hier in Stadtnähe, aber doch sehr, sehr ländlich. Genau mein Ding, kann ich mir gut vorstellen. Sie muss künftig mit nur 50 statt 100 Quadratmetern klarkommen. Und sie kennt kaum einen ihrer Mitbewohner. Nicht leicht, aber spannend. Ich freue mich sehr. Auch ein bisschen Abenteuer, klar. Ich ziehe hier mit mir völlig unbekannten Leuten ein. Beziehungsweise 2 kenne ich ja schon. Und das empfinde ich auch als großes Geschenk, dass wir uns so gut verstehen. Noch braucht es Fantasie, dass hier bald 10 Wohnungen, 4 Gästezimmer und ein über 300 Quadratmeter großer Gemeinschaftsraum entstehen sollen. Das ist ein Modellprojekt. Wir machen einfach. Wir haben eine Idee, wir finden sie gut. Wir stellen fest, dass andere Menschen sie auch gut finden. Und wir tun es einfach. Und was dann wirklich, wie sich das hinterher in 2, 3, 4 Jahren tatsächlich ausgestalten wird, ob wir dann Vollzeit hier arbeiten können, was anderes machen, das können wir einfach teilweise auch selber noch nicht sagen. Also hier ist so die gemütliche. Vieles ist noch ungeklärt. Ihr größtes Problem zurzeit: Wird alles rechtzeitig fertig? Finden sich noch 7 weitere Bewohner? Und vor allem, wie teuer wird alles am Ende? Also die Baukostenerhöhungen haben uns auch getroffen. Wir hatten ein bisschen Glück, dass wir früh genug uns für viele Dinge schon entschieden hatten und schon unter Dach und Fach hatten, bevor es so richtig schlimm wurde. Aber natürlich müssen wir jetzt ganz spitz rechnen und müssen auch gucken, dass wir irgendwie klarkommen mit dem, was wir haben. Ja, einfach Lösungen finden. Irmtraut ist 67. Sie zieht mit 2 Hunden und einer Katze in die kleine Wohnung. Als Einschränkung empfindet sie das aber keinesfalls. Im Gegenteil, eher als Befreiung.
nehme nichts Altes mit. Ich habe dazu zu viele Sachen. Und jetzt ist gut gewesen. Und das ist für mich ein neuer Lebensabschnitt. Und deswegen gibt's da dann auch noch mal alles neu. Dann aber kommen die Emotionen hoch. Ich war noch nie so sicher mit einer Entscheidung wie mit dieser. Aber das ist eine positive Entscheidung, oder? Absolut eine positive Entscheidung. Das heißt, du freust dich? Ja, ich freue mich mega. Und das ist eben dieses zu wissen, dass es richtig ist und nicht sich Gedanken machen müssen, was ist übermorgen oder in 3 Jahren oder so, sondern wirklich zu wissen, wohin ich gehe und dass ich das alleine entscheiden kann. Die Angst, dass andere einmal für sie entscheiden, eint die beiden neuen Mieterinnen. Noch braucht keine Hilfe oder Pflege. Aber sollte das mal so sein, ist für alles gesorgt. 5 Jahre weiter, dann verpasst man den Termin. Dann hat man schon dieses Gefühl, nee, ich will das alles so behalten. Und das ging ja immer und so. Und diesen Schritt, deshalb wollte ich das nicht. Auf euch. Auf uns. Auf uns alle. Auf uns alle. Zusammen alt werden und am besten täglich bei Kaffee und Kuchen in der Gemeinschaft. Das wünschen sich alle. Ich finde, sowas müsste viel mehr gefördert werden, um auch dieser Vereinsamung im Alter vorzubeugen. Und das, was Judith und Kerstin hier reißen und wie sie das auch realisieren, also da ziehe ich meinen Hut vor, ja. Über den Umbau wollen die beiden den Hof auch in der Nachbarschaft bekannt machen. Auf dem Gelände mit all seinen Bäumen, Wiesen und Tieren ist noch mehr Platz für Treffen und für Interessierte. Etwas Sinnvolles zu tun steckt ja auch hinter dieser ganzen Idee. Etwas Sinnvolles für ältere Menschen, die im Zweifel alleine zu Hause sitzen würden, wo es nicht mehr darum geht, bis zum Ende zu leben, sondern eigentlich nur noch auf den Tod zu warten. Und das wollen wir tatsächlich ein Stück weit verhindern mit diesem Konzept. Doch werden überhaupt noch mehr Interessenten kommen? 7 Wohnungen sind noch nicht vermietet. 1 Monat ist vergangen, seit Thea Kaiserslautern verlassen hat, um auf diesem Mehrgenerationenhof in Brilon zu leben. Ein Altenheim wäre für sie nie in Frage gekommen. Wir machen auch hier Gesellschaftsspiele und Kartenspielen. Ne? Und da hat jeder dann mal gewonnen. Ne? Man muss ja auch Erfolg haben. Ne? Sonst macht's keinen Spaß. Genau. Vor allem der Kontakt zu Hausherrin Andrea ist für die beiden Bewohnerinnen sehr wichtig. Andrea will Kuchen backen und da schieben wir schon mal die Äpfel. Immer so ein bisschen helfen, gibt uns was zu tun. Und dann hat Andrea ein bisschen weniger auf ihren Schultern. Genau, sie hat so schon sehr viel zu tun. Ja. Thea schätzt es sehr, dass sich Hofbetreiberin Andrea Müller so gut um alle kümmert. Die schmeißt den Haushalt, fährt zu Arztbesuchen und kocht für alle. Wer wie Thea will, wird auch in den Alltag mit eingebunden. Und ich gebe euch jetzt die Eier, dann könnt ihr die Eier aufschlagen. Eier kaputt kloppen. Ja, aber nicht in meine Richtung bitte. Ne? So, hier bitte, nimmst du das mal rüber? Ja. Ich brauche 12 Stück. In jeden Topf 6 bitte. Geht okay, das? Ja. Sehr. Thea, einmal für dich. Dann kann ich hier schon mal. Und einmal für dich. Genau darum geht es hier auf dem Hof. Gemeinschaft und Miteinander. Früher saß Thea stundenlang alleine in ihrer Wohnung und wartete, dass ihr Freund Wilfried, die Söhne oder Enkel sie besuchten. Jetzt ist sie Teil einer Gemeinschaft, unter der Aufsicht von WG-Mutter Andrea. Es ist egal, was die auf dem Herzen haben. Erstmal versorge ich sie ja. Ja, und dann auch das Zwischenmenschliche darf auch nicht zurückbleiben. Und dann ist auch jeden Tag was anders. Wenn man so viele Leute hat,
dann hat man natürlich auch unterschiedliche Anliegen, die man vielleicht regeln muss. Ne? Aber es macht so viel Spaß, es ist ja jetzt schon wieder lustig. Und jetzt in die Hände klatschen, Thea. Das wär's noch, ne? Jetzt in die Hände klatschen. Dann komm, dann tust du den mal oben. So. Also hier, tu den mal hier hin. Geht das? Jawohl, prima. Thea verbringt nur wenig Zeit alleine. Heute aber zieht sie sich zurück. Denn einer fehlt ihr auf dem Pflegebauernhof sehr, ihr Lebensgefährte Wilfried. Der lebt in der alten Heimat in Kaiserslautern, denn hier auf dem Hof ist kein Zimmer frei geworden. Was bleibt, sind Telefonate. Hallo, Schatz. Hallo, ich bin jetzt hier in meinem Zimmer. Ach, du bist unterwegs. Wann rufst du an? Tschüss, Wilfried. Pass auf dich auf. Tschüss. Leider, er ist unterwegs. Kann man nichts machen im Moment. Aber später ruft er noch an. Du vermisst ihn schon sehr, ne? Ja, ja. Gut, aber ich bin schon zufrieden, wenn er sich immer meldet. Gegen den Trennungsschmerz hilft die neue Freundschaft zur Mitbewohnerin Jutta. Und auch die Ablenkung durch die vielen Tiere tut Thea sehr gut. Nur raus. Ja, hier ist das Gras viel schöner. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Das ist so, Thea, ne? Ja. Sag mal deine Patschentchen. So. Ja. Komm, Paula, wir gehen mal da, wo es kein Gras gibt. Auf, wie geht's? Das ist ja auch mein Anliegen, warum ich immer gesagt habe, Leute, habt nicht so eine Angst vor so einem Mehrgenerationshof. Macht ruhig unterschiedliche Altersgruppen, weil die unterstützen sich, die sind füreinander da. Das ist toll. Zum perfekten Glück fehlt Thea jetzt nur noch, dass bald ein Zimmer für Wilfried frei wird. Derweil rüsten sich in Norddeutschland die nächsten Kleinbauern. Schon bald werden hier 10 Höfe umsatteln und etwas für Senioren anbieten. Die Eigentümer haben heute bei Maria Nielsen ihren Lehrgang abgeschlossen. Ja, vielleicht kann hier jemand den Akkuschrauber. So da, so meint ihr. Ja, ja, klar. Wer den Kurs bestanden hat, darf jetzt mit dieser Tafel für sich werben. Für Senioren, die eine Alternative zum Altenheim suchen, ist das gut zu wissen. Also in dem Moment, wo man als Hof sagt, ich möchte auch über die Kassen abrechnen, und möchte Kostenträger gewinnen, muss ich eine Qualität vorweisen, ein Konzept vorweisen und auch eine Anerkennung beim Amt für Soziale Dienste. Ja, da braucht man das. Und es ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Alles, alles Gute. Vielen Dank. Erfolg, viel Spaß dabei, viel Freude. Dankeschön. Und vielen Dank. Jetzt dürfen alle offiziell ihre neuen Ideen umsetzen. Ob Senioren-WG oder Tagespflege mit Tieren. Rettung für so manchen Hof, aber auch für so manchen Rentner. Der Bedarf an sozialen Angeboten auf dem Bauernhof ist sehr groß. Wir bekommen in der Landwirtschaftskammer sehr viele Anrufe, fast täglich, von Suchenden und aber auch von Landwirten, die etwas anbieten wollen. Für Maria Nielsen ist es bereits der zweite Schwung an Absolventen, den sie in die soziale Landwirtschaft entlässt. Die Nachfrage ist riesig. Wann kommen die ersten? Nächsten Samstag kommen die ersten Gäste zu uns auf den Hof. Naja, bei uns geht es jetzt um die Baugenehmigung. Also es wird jetzt gerade, die Bauzeichnungen werden gerade jetzt erstellt und dann geht es um die Baugenehmigung, dann kann es losgehen. Happy? Ich bin super happy. Ich fühle mich ein bisschen wie high. Noch geben über 3500 Bauernhöfe pro Jahr auf. Soziale Landwirtschaft könnte für so manchen die Rettung sein. Wie das Beispiel Brilon zeigt. Mittagessen auf dem Mehrgenerationenhof. Einmal in der Woche kommen alle Bewohner zusammen. Auch diejenigen, die sonst gerne alleine sind.
Seit nun fast 3 Monaten ist Thea auf dem Hof und hat sich bestens eingelebt. Trotz seltener Zusammenkünfte, Corona-bedingt. Jetzt haben wir schon mal einmal wieder angefangen zu kochen, weil in der Corona-Zeit haben wir nicht gekocht zusammen. Alles immer ein bisschen weniger gewesen. Und jetzt haben wir einmal schon mal wieder gemeinsam geschnibbelt. Ne? Jetzt wollen wir mal gucken, dass das wieder ein bisschen mehr wird. Thea hat noch nicht zu jedem Kontakt aufgenommen. Genießt es aber sehr, wenn sie alle sieht. Besonders WG-Mutter Andrea und ihre Freundin Jutta. Vor allen Dingen sitzt man dann alle mal am Tisch. Ne? Ansonsten ist es die Gruppe, eine bestimmte Gruppe, die oben im Esszimmer ist. Viele haben noch ihre eigenen Zimmer, die essen in ihren Zimmern. Und so kommen wir wenigstens an diesen Gelegenheiten alle zusammen. Je mehr Zeit vergeht, desto sicherer ist sich Thea. Die Entscheidung, auf den Bauernhof zu ziehen, war goldrichtig. Besser hätte sie es nicht treffen können. Der größte Unterschied ist, in Kaiserslautern hatte ich gar nichts. Und hier habe ich die Tiere und die Jutta und Andrea. Mäh. 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 2 Wochen später hat auch ihr Lebensgefährte Wilfried Glück. Auf dem Hof wird ein Zimmer frei. Er zieht zu seiner Thea. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt auch im Emsland. Der Umbau des Woltershofes ist fertig. Alles planmäßig. Die Bauherrinnen Kerstin und Judith eröffnen ihr Projekt. Die ersten Damen ziehen ein, auch Silke. Jetzt ist Möbel schleppen und Einrichten angesagt. Es war ein bisschen wehmütig heute die letzte Nacht in der alten Wohnung. Aber nee, ich freue mich. Hatte ein bisschen Sorge, ob auch alles reingeht, aber jetzt bin ich doch recht optimistisch. Ich krieg alles unter. Neugierig schauen auch die beiden Bauherrinnen vorbei. Für Kerstin Staben und Judith Wolters der Augenblick, auf den sie so lange hingearbeitet haben. Aber selbst jetzt noch in diesem Chaos, man sieht sofort, wie wohnlich das wird. Und ja, ich finde es so schon total schön. Schön sind auch die Gemeinschaftsräume geworden. 300 Quadratmeter für 10 bis 12 Bewohner. Die können hier alle sorgenfrei alt werden, egal ob fit oder gebrechlich. Hier haben wir nicht den Schrank vergessen, sondern es geht tatsächlich darum, dass wer im Rollstuhl sitzt, eben auch mitarbeiten kann und auch noch mitkochen kann. Das Ganze ist unterfahrbar, das gibt es hinten an der Ecke dann nochmal, sodass man, egal wie mobil man ist und wie man sich bewegt, auf jeden Fall eben auch noch in der Küche mit aktiv sein kann und überall drankommt. Drinnen ist fast alles fertig, aber im Außenbereich ist noch viel Arbeit zu leisten. Corona und die weltweiten Lieferschwierigkeiten haben auch hier für Verzug und Zusatzkosten gesorgt. Ich glaube aber, wir haben echt Schwein gehabt. Wir sind mit dem blauen Auge davon gekommen, weil wir eigentlich kurz vor der ganzen Phase waren und da schon die ersten Werksverträge unterschrieben haben. Wenn wir es heute noch mal machen müssten, würde es nicht mehr gehen. Hallo. Ein Glück für Irmtraut. Die ist als Erste eingezogen und hat fast alles aus ihrem großen Haus und alten Leben verschenkt. Jetzt ist sie da, mit 9 Möbeln, 2 Hunden und neuer Hoffnung. Zahlt 1.500 Euro Miete jeden Monat und kann sich auf 55 Quadratmeter austoben. Genau die richtige Entscheidung, findet sie. Ich fühle mich hier richtig wohl. Auch wenn es jetzt noch Chaos ist, aber das hatte ich ja immer, das Gefühl. Das hat mich ja damals so ergriffen. Und wenn ich dran denke, kommt das jetzt schon wieder. Das ist ein altes, wie nach Hause kommen. Das ist wirklich wie nach Hause kommen. Nur einer ist etwas verunsichert. Der Seniorchef des Hofes, Ignaz. Die 9 Gebäude und 9 Bewohner ist er nicht gewohnt. Doch dass sein Hof eine Zukunft hat, das freut ihn. Bestimmt. Ja, das Schöne muss noch kommen. Aber jetzt kommt er noch. Komm noch schöne Sachen. Der Woltershof besteht dank dieser Mühen weiter und wird ein neues Zuhause für 10 Senioren.